Hallo zusammen, heute mal ein kleines Infovideo für euch. Ich habe heute Morgen eine E-Mail von YouTube bekommen und dachte mir, was steht denn da drin? Und da hat es mich fast von den Socken gehauen. YouTube ändert mal wieder seine Richtlinien vom YouTube-Partnerprogramm betreffend der Monetarisierung. Ja, jetzt wird der Kanal, der keine 4000 Stunden Watchtime hat im letzten Jahr und mindestens 1000 Abonnenten von der Monetarisierung ausgeschlossen. Das betrifft Tausende von YouTubern. 4000 Stunden ist für meinen Kanal kein Problem. Ich habe mal geguckt, ich hatte vom letzten Jahr, vom 01.01. bis 31.12. 23.000 Stunden Watchtime. Das finde ich eine recht ordentliche Zahl. Aber wir haben die 1000 Abonnenten nicht. Und das heißt, wenn diese 1000 Abonnenten am 20. Februar nicht erreicht sind, fliege ich aus dem Partnerprogramm raus und kann nichts mehr monetarisieren. So, jetzt stellt sich die Frage. Es wird im Internet schon heiß diskutiert darüber, was mit dem Geld, was YouTube einspart, macht. Viele denken, das wird unter die großen YouTuber jetzt aufgeteilt. Könnte ich mir auch vorstellen. Also, yeah, noch mehr Prank-Videos und unnützes Zeug, Baden in Nutella. Das wollen die Leute sehen und die Leute bekommen Geld dafür. Das ist richtiges RTL-Niveau. Das wird unterstützt. Super, finde ich klasse. Vielleicht sollte ich auch umsteigen. Tja, was heißt das jetzt für euch? Ja, für euch wird sich jetzt nichts ändern. Außer, dass es vielleicht weniger Videos gibt, weil bis ich die 1000 Abonnenten habe, ich will nicht um Abos betteln, da mache ich auch kein Video drüber. Weil, nein, das ist nicht meine Art, um irgendwas zu betteln. Laut Social Blade würde ich die sowieso erreichen, die 1000 Abonnenten, irgendwann, ich glaube Ende März, wenn es so weitergeht wie bisher. Deswegen, für euch wird sich da nichts ändern, aber ne, letztes Jahr war die Richtlinie, du musstest mindestens 10.000 Views haben. Die hatte ich damals zum Zeitpunkt auch nicht, betraf aber nur neue Kanäle. Das heißt, ich hatte irgendwann Anfang des Jahres mal monetarisiert. Hatte, glaube ich, 8000 Views oder so, als ich monetarisiert habe. Das heißt, ich habe trotzdem weiter Geld bekommen, Geld in Anführungsstriche. Ich hatte ja noch kein Geld. YouTube zahlt ja erst ab 70 Euro aus. Und so lange, ich glaube, bis zu dem Sommer hatte ich, glaube ich, 3 Euro verdient oder so. Also nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Das Geld ist sowieso eigentlich nur nebensächlich, sagen wir mal so. Man kann ungefähr rechnen, 10.000 Views sind 8 bis 10 Euro. Ne? Bis ich da hinkomme, das dauert immer. Ich habe bisher erst sowieso einmal Geld von YouTube bekommen, Ende letzten Jahres. Und wenn man da mal den Stundenlohn ausrechnen würde, würde ein Kind in Bangladesch hat dann einen größeren Stundenlohn. Ne? Okay, die sind drauf angewiesen, ich wäre jetzt nicht drauf angewiesen, aber ich sehe es als Hobby an und ich produziere ja für euch was. Euch kostet das kein Geld. Diejenigen, die die Werbung anhaben, schönen Dank dafür, das finde ich immer recht gut. Ich habe diese Werbung auch selber an, ich habe auch keinen Adblocker, wenn ich irgendwo anders gucke, weil die paar Sekunden habe ich da auch Zeit und tue dem anderen ja einen Gefallen. Nee, aber wie gesagt, da kriegt man ein paar Euro alle paar Monate mal und sollte man mal über 1000 Euro kommen, das ist ja die Grenze, dann muss man sowieso noch zusätzlich von dem Geld Steuern bezahlen. Yay, da hält Vater Staat dann noch die Hand auf. Geil. Also YouTube verschlechtert sich zusehends. Nicht nur diese Sache mit den nicht werbegerechten Videos, das finde ich ja auch so eine Sache. Da gibt es Videos, da fragt man sich, habe ich ja auch hin und wieder öfter mal, gerade bei den Crusader Kings, liegt wahrscheinlich an der Betitelung der Videos. Kommt da irgendwas mit Krieg oder sonst irgendwas vor? Keine Chance. Das wird immer in den ersten Tagen
nicht geeignet und nach ein paar Tagen gibt es ja eh keine Views mehr drauf. Das heißt, die Arbeit war eigentlich umsonst. Tja, was ist nächstes Jahr? Nächstes Jahr muss man dann vielleicht schon 10.000 Subscriber haben und 50.000 Stunden Watchtime. Es wird Zeit für einen Konkurrenten von YouTube. Es ist wirklich Zeit. Ich glaube, dann bin ich auch sofort weg. Auch wenn die am Anfang vielleicht weniger bezahlen würden oder so. Es wird Zeit für Konkurrenz. Okay, das soll's gewesen sein. Ich wollte mal nur ein bisschen Dampf ablassen. Ihr könnt gerne mal eure Kommentare dazu unten reinschreiben. Eure Meinung würde mich mal interessieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.